Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute habe ich erstmal im Gameplay einen Ausschnitt aus Zentro Oberhausen. Wie es da eigentlich so zu einem Community Day in die wir zum Beispiel ausgesehen hat. Ich würde sagen, das ist ein Match aus Pokéstops. Traumland für jeden Pokémon Go Trainer. Unter der Arena, keine Ahnung, 5, 6 Pokéstops. Mega enger Raum. Ich kann mir gut vorstellen, wie dass es da auch gut besucht gewesen ist. Und ich hoffe auch, dass diese Einkaufspassagen lange noch für Pokémon Go verfügbar sind. Es ist ja auch so, die Einkaufszentren müssen ja dafür bezahlen, dass das überhaupt so aussieht. Also die müssen die haben da einen bestimmten Vertrag mit Niantic, damit es dort überhaupt so aussieht. Aber das ist schon recht geil. Also es gibt ein paar Einkaufszentren in Deutschland, die so ähnlich aussehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, so krass. Das ist, glaube ich, die krasseste. Und die in Berlin ist nicht so heftig. Sie ist schön, aber sie ist nicht ganz so heftig und die ist auch nicht so groß. Zentro Oberhausen ist halt schon ein riesengroßes Einkaufszentrum. Wie viel Shinies er gefangen hat, weiß ich leider nicht. Tenmaru zum Beispiel hat 15 gefangen. Krass. Es gab aber auch welche, die haben 18, fast 19 gefangen. Wow, Wahnsinn. Ja, ich habe gestern endlich 2x 60k Mewtwo machen können. Mit Glücksei, weil wir uns vorher abgesprochen haben, weil es danach noch einen besten neuen Freund gegeben hat. Dazu kommen wir aber gleich. Diesen werdet ihr genau nach dem Fangen von Mewtwo dann auch sehen. Und ja, danach gibt es dann natürlich auch eine Medaille, weil man kriegt für den ersten besten Freund eine Medaille, für den zweitbesten Freund eine Medaille und nach dem dritten kriegt man auch eine. Aber das hätten sie auch ein bisschen besser machen können. Also ich finde, man hätte da auch, naja, 2 und dann 4 oder 5 und 10 machen können. Also ich weiß nicht, warum sie das so niedrig gesetzt haben. Ja, das dauert halt länger, aber wer sagt denn, dass wir nicht alle irgendwie fast 20, über 20 Freunde gleichzeitig leveln? Naja. Ja, ich finde, das Fangen von Mewtwo ist tatsächlich ganz schön schwierig. Tschüss, Mewtwo. Mein erstes geflüchtetes Mewtwo. Ich muss mich gerade zusammenreißen, um nicht zu heulen. Das ist echt so mega traurig. Ja, genau. Also bester Freund, erster und auch hier die Medaille und zweiter Mewtwo gleich hinterher. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Glücksei tatsächlich dann noch gezählt hat, aber wir werden es sehen. Thank you.
Ich hatte auch gestern einen Spezialtausch mit diesem besten Freund direkt nach diesem Raid. Und zwar ein Arctos gegen Latias. Für ihn war, das Latias übrigens ein neuer Eintrag. Und das hat aber nur 40.000 statt 80.000 Sternstaub gekostet. Das ist dann schon mal richtig cool. Das ist dann also das Maximum, was man dann später dann noch hat, wenn man sehr viele Freunde auf beste Freunde gelevelt hat. Ja, zu meiner Freundesliste wollte ich auch mal was sagen. Ich habe einige besondere Leute in meiner Liste und deswegen lasse ich auch gerne noch ein bisschen Platz, um noch mehr zu sammeln. Ja, ich habe Pumping Werner, er ist YouTuber, ich habe Robert 100er, ein sehr bekannter Spieler aus Karlsruhe, war auch im Video von Julian mal dabei. Dann haben wir noch den Black Seals 81, er hat einen YouTube-Kanal, alle anderen, die ich jetzt aufzähle, haben auch einen YouTube-Kanal. Sefrion, Daniel Schilling, Tenmaru, Honk und VisaFanTV. Als nächstes möchte ich mich vor allem bedanken für 2500 Abonnenten. Es ist echt Wahnsinn, wie es jetzt dann dazu gekommen ist. Also unter 2 Jahre habe ich jetzt gebraucht für 2500 Abonnenten. Auch danke an den Daniel Schilling vom YouTube-Kanal Spieletrend. Der hat sogar auf den Tweet auch reagiert und hat Glückwünsche geäußert. Oh, hat mich mega drüber gefreut. Und ja, ich werde euch jetzt dann auch gleich meine neuen Luckys zeigen. Es sind 4 neue Luckys, aber Mirapla ist doppelt mit Absicht, weil manche Pokémon braucht man einfach doppelt. Das werde ich auf jeden Fall zu Blubella entwickeln, habe es auch schon umbenannt, damit ich das ja nicht vergesse, weil jetzt brauche ich ja ein drittes Quapsel, um tatsächlich nochmal ein Quaxu zu besorgen. Naja, was soll's. Wird schon irgendwie klappen. Noch viel interessanter werden einfach die Baby-Pokémon. Ich habe ein Togepi. Ja, aber das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Aber ich freue mich immer noch drüber. Und ja, mal gucken. Isso, Azurill, Fluffeluff und Pi werden noch richtig übel. Und die gibt es einfach nicht so häufig. Aber hier schlüpft zwar eins, aber leider ist es ja dann nicht kein. Ist es ja leider kein Lucky. Das muss man erstmal tauschen. Und außerdem muss es mir jemand anders geben. Daher, was will ich damit? Naja, immer noch kein 100er, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Oder vielleicht mal ein Shiny. Wäre auch ganz toll.
Aber dafür muss Niantic ja erstmal das Shiny freischalten. Das gibt's ja jetzt noch nicht, aber naja. Gut, als allerletztes und wir sind auch schon fertig oder ich bin fertig und allerletzter Tausch hier noch ein Sonnenkern. Jemand hat irgendwie nicht genügend Sonnenkerne gehabt, dann habe ich mein letztes jetzt dafür hergegeben. Leider ist da nichts Besonderes draus geworden, aber trotzdem bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.